Push- und Pull-Faktoren. Was sind die Push-Faktoren und die Pull-Faktoren? Die Push- und Pull-Faktoren stellen eine Migrationstheorie dar, welche davon ausgeht, dass Menschen aus einem ursprünglichen Gebiet weggedrückt werden, während sie von einem anderen Gebiet angezogen werden. Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen aus ihrem Land flüchten wollen. Beispielsweise gibt es sehr viele Kriege, Hungersnot, Armut und Terror. Weitere Gründe für die vielen Auswanderungen sind die vielen Naturkatastrophen und die großen Hungersnöte. Die Menschen haben keine Arbeiten und somit auch kein Geld und können sich keine Nahrung leisten. Durch die wenigen Arbeitsplätze haben viele Menschen kein Geld. Sie können sich keine Nahrung kaufen und leiden unter Armut. Es kommt zu vielen Toten. Meist flüchten die Flüchtlinge in Ländern mit genug Jobs, Gleichberechtigung, Geld und Bildung. Außerdem sollte es in den Ländern keinen Krieg geben, sondern Frieden herrschen. Was außerdem wichtig ist, ist, dass die Menschen dort zufrieden sind und genug Nahrung haben. In Deutschland können jedoch nur Menschen, die politisch verfolgt werden, einen Asylantrag stellen. Durch die ganze Masseneinwanderung der Flüchtlinge dürfen nur noch die, die politisch verfolgt werden, auch in Deutschland bleiben. Menschen, die in Deutschland andere Ziele anstreben, müssen fürs Erste Geduld erweisen. Die ganze Massenauswanderung aus den Push-Ländern hat zur Folge, dass diese Länder wirtschaftlich zurückfallen. Auch gehen viele gebildete Menschen aus ihrem Land, die das System ihres Landes nicht akzeptieren können. Die Aufnahme der ganzen Flüchtlinge, die das Pull-Land aufnimmt, ist eine große und schwere Verantwortung, die sehr gut gemeistert werden muss. Das war unser Erklärvideo zu den Push- und Pull-Faktoren und deren Auswirkungen auf die Menschen und den jeweiligen Ländern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.